Ja, wer sich wundert, warum hier im LibreOffice die Rechtschreibhilfe nicht funktioniert, mal hier und irgendwas. Normalerweise wird ja bei einer Rechtschreibhilfe hier etwas unterkringelt. Das ist hier nicht der Fall. Hier muss man einfach mal nachschauen, was denn zum Beispiel für eine Sprache hier eingestellt ist. Also Spracheinstellungen, Sprachen. Wenn hier alles auf Deutsch gestellt ist, dann kann es eigentlich nur noch darin liegen, dass die Rechtschreibprüfung noch nicht installiert ist. Das funktioniert hier unter Extras, dann unter Extension Manager und dann müssen wir mal schauen. Vielleicht ist es ja doch schon hier. Ne, wir haben Italienisch, Spanisch. Na gut, dann machen wir hier hinzufügen. Wir hatten hier die Downloads. Dann öffnen wir diese gerade eben heruntergeladene Datei. Ja, hat ein bisschen gedauert. Und dann, wenn man das jetzt hier schließt, wir schließen nochmal das ganze Programm und öffnen dann den Writer nochmal. So, man sieht jetzt hier, wir haben jetzt hier eine Unterkringelung und wenn ich hier in dieses Rechtschreibmenü hineingehe, dann wird hier auch entsprechende Fehler untersucht. Hier erscheinen Vorschläge und ich habe hier meine Möglichkeiten, das zum Wörterbuch hinzuzufügen, zu ändern oder was auch immer. Okay.